Ja, dann begrüße ich euch zur Pressekonferenz nach dem Top-Pokalspiel 60 München gegen Unterhaching, das die Löwen nach Elfmeterschießen gewonnen haben. Ich darf die beiden Trainer, Klaus Schromm, Daniel Birofka, begrüßen. Und Klaus, du als unser Gast bekommst natürlich die ersten Worte. Ja, erstmal Servus, Fernand, und natürlich erstmal von meiner und von unserer Seite Gratulation zum Einzug ins Halbfinale und zum Spiel. Ich glaube, dass wir gut reingekommen sind, dass wir auch über die 90 Minuten hinweg ein anderes Gesicht gezeigt haben, wie wenn wir das letzte Mal da waren. Und ein bisschen ein reiferes Gesicht, ein bisschen ein stabileres Gesicht. So Thema Übergangsspiel, dann letztes Drittel. Da war noch ein bisschen Luft nach oben, aber sonst, was Thema Eröffnungen anbetrifft, denke ich mal, waren wir mutig, waren wir stabil. Gehen auch dann in Führung über Standardsituation Ecke. Und dann die zweite Halbzeit kriegen wir dann nachher eine missglückte Eröffnung. Dann so in der Anschlussaktion dann ein Ausgleich. So vorne dann auf die 1, guter Kopfball. Ich glaube, ähnliche Situation haben wir dann danach. Köpfen auch nochmal an die Latte. Wir haben es einfach da versäumt, dann auch natürlich in der normalen Spielzeit das Ding für uns zu entscheiden. Und dann kommt es zum Elfmeterschießen. Das ist sicher ein sehr spezielles Thema bei der Spielvereinigung Unterhaching. Ich glaube, die Quote ist unterirdisch einzigartig. Und leider haben wir das wieder bestätigt, aber nicht nur bei den Profis, sondern auch im ganzen Verein, im ganzen NLZ, jedes Hallenturnier, was ins Elfmeterschießen geht, war ich dabei, ist egal welche U-Mann da. Aber wir hatten immer die schlimmsten Geschichten und ja, dann ist uns leider nichts anderes übrig geblieben, als da die Kürzeren zu ziehen. War noch nicht besonders gut geschossen, aber natürlich muss es erst halten. Also da nochmal Gratulation und ja, freuen wir uns dann auf den ersten Advent. Danke. Danke, Klaus. Ich dürfte dich auch mal ein paar Worte bitten. Ja, ganz jetzt erstmal relativ kurz. Die Mannschaft hat heute sehr, sehr intensiv Fußball gespielt. Das musste Unterhaching auch machen, weil sie eine sehr ballsichere Mannschaft ist, weil sie auch den Mut hat, auch das Spiel zu öffnen. In der ersten Halbzeit war es so, dass wir es teilweise nicht ganz geschafft haben, ihren Spielfluss zu unterbinden. In der zweiten Halbzeit haben wir es, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, haben sehr intensiv gepresst. Haben dann auch dadurch dann auch den Ausgleich erzielt durch eine Balleroberung. Aber wo wir uns einfach noch verbessern müssen, ist einfach, wenn wir den Ball gewinnen, teilweise auch im Umschalten einiges liegen lassen. Wenn wir uns dann einfach verhaspeln, wenn wir dann ja, zu ungeduldig sind, wenn wir es einfach nur klarer ausspielen müssen. Und die zwei Standardsituationen müssen wir auch besser verteidigen. Beim 1-0 kommt er ganz alleine zum Kopfball. Bei der Chance mit der Latte kommt er am ersten Posten zum Kopfball. Da müssen wir uns einfach steigern, dass wir da nicht so viel zulassen bei Standards, weil wir in der Saison eigentlich sehr, sehr stabil sind. Bis jetzt bei defensiven Ecken und Freistößen haben wir bis jetzt fast nichts zugelassen. Aber da hat Unterhaching schon eine Qualität, weil sie auch sehr gute Schützen hat. Aber trotzdem haben wir auch immer wieder Nachschläge gesetzt. Haben auch schon in der ersten Halbzeit einen Torschuss gehabt. Also von dem her kann ich nur der Mannschaft gratulieren zu der Intensität, mit der man heute Fußball gespielt hat. Aber grundsätzlich hat heute keine Mannschaft verdient gehabt zu verlieren, deswegen gibt es auch dieses Elfmeterschießen, das ist dann einfach Glück oder Pech, das ist ganz, ganz, ganz klar. Da geht es nicht mehr um Können, sondern einfach, ja, welche Mannschaft heute vielleicht das nötige Glück auf jeder Seite hat. Und dementsprechend freuen wir uns, dass wir jetzt eine Runde weitergekommen sind. Nicht mehr und nicht weniger, und jetzt geht es dann gegen Würingen weiter. Danke.